Ich wollte mal ein Video machen über Schuhe. Und zwar arbeite ich ja tagtäglich im Gehege mit meinen Tieren zusammen. Das ist matschig, rutschig, mit ganz viel Stacheln. Also das, der Weg so, ne? Laub. Und ich frage mich immer und ganz oft, welche Schuhe wären perfekt. Ich hatte mal, als wir hierher gelaufen sind, also als wir ausgewandert sind, hatte ich Bundeswehrboots von 2005. Bundeswehrboots von 2005, soweit ich mich erinnern kann, die wurden damals ausgestattet von Lowa. Lowa, ja. Ich meine, es war Lowa. Und die waren rutschfest. Da konnte man durchs Wasser. Da konnte man über Stock und Stein, über Matsch. Die hatten Grip. Da fühltest du nichts am Fuß, wenn du irgendwo auf spitzen Stein getreten bist. Dieses Profil war so perfekt und die haben auch echt x von Jahren gehalten. Seitdem habe ich nur Schrott an den Füßen. Und das kann man wirklich so sagen. Entweder halten die nur ein Jahr. Ich war jetzt hier bei uns unten. Das ist wie so ein kleiner, ja, Baumarkt kann man nicht sagen, aber es ist ein kleiner Baumarkt für unsere Verhältnisse. Nicht zu vergleichen natürlich mit Deutschland. Und die haben eine Schuhabteilung. Und da gibt es Arbeitsschuhe. Also habe ich mir letztes Jahr Arbeitsschuhe gekauft, Arbeitsboots. Und was soll ich sagen? Ein Jahr später, die Sohle ist gebrochen, fürchterlich schlechte Qualität. Wenn man durchs Wasser geht oder am Wasser, die werden ständig nass, auch vorher schon, fürchterlich rutschig. Also ich habe selten eine perfekte Sohle, wo man wirklich echt Grip hat, habe ich seitdem wir ausgewandert sind mit diesen Bundeswehrboots von 2005, also das heißt die Herstellung von diesen Bundeswehrstiefeln war 2005, habe ich seitdem nie wieder was Gescheites an den Füßen gehabt. Entweder bricht die Sohle oder ich rutsch schon allein durch Laub. Oder weil Wasser auf den Steine ist, rutsche ich aus. Also wirklich, das ist eine Rutschpartie, das ist wie zu vergleichen wie auf Eis. Also Eisbahn. Und das ärgert mich natürlich, weil ich nie was Gescheites an den Quanten habe. Ich weiß nicht, ob es da, gibt es gar keine Firma mehr, die wirklich super gescheite Schuhe herstellt oder Boots, die man tragen kann, die nicht nach einem Jahr Schrott sind, gebrochen oder wo man sich selber die Gräten beibricht, weil man nichts damit machen kann, weil alles, was du machst, ist rutschig. Also ich bin da echt überfragt. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Diese Schuhe, die ich damals gekauft habe, vor einem Jahr, ich zeige euch die gleich. Die haben 50 Euro gekostet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, für 50 Euro kann man nicht viel erwarten. Man sollte aber einen gewissen Standard erwarten. Nicht, dass es nach einem Jahr Schrott ist. Und die Sohle, die ist ja jetzt nicht erst gebrochen. Die ist schon seit 2-3 Monaten gebrochen. Ich laufe damit ja noch durch. Ich zeige euch die. Muss mal eben gucken, wie ich das mache. Moment. Die Boots. Die haben eine Stahlkappe, was ich ja nun nicht unbedingt brauche. Ich finde, die Höhe ist toll, aber die sind gebrochen. Und das ist in meinen Augen Schrott. Einfach Schrott.
So, und jetzt bin ich natürlich ein bisschen am Verzweifeln, weil ich suche echt eine Firma, die eine Sohle unter ihrem Schuh hat, die weder nach einem Jahr, nach 8 Monaten, einem Jahr gebrochen ist oder kaputt oder abfällt. Das habe ich auch schon erlebt, ganz oft. Wie viele Schuhe habe ich hier schon durch? Oder also wirklich, dass die Sohle auch komplett abfällt. Komplett. Dann bist du praktisch barfuß. Ja, sowas bezahlt man nicht. Sowas will man nicht haben. Gibt es nicht wirklich eine Firma, die das bieten kann? Vielleicht habt ihr da Erfahrung. Wie sehe ich überhaupt aus? Meine Haare wachsen. Der Übergang ist immer so schräg. Ja, jetzt suche ich natürlich eine Firma, die mir sowas gewährleisten kann. Und zwar auch nach 2, 3 Jahren. Wie gesagt, diese Bundeswehr-Boots, die damals 2005 hergestellt wurden, die waren perfekt. Die kriege ich aber nicht mehr. Und die haben natürlich 3 Kilo an die Beine gewogen. Das ist ein Kriterium, was mir egal wäre. Weil ich habe so durchtrainierte Beine hier, das wäre mir egal, ob die 3 Kilo wiegen oder 5. Das wäre mir wurscht. Weil gute Qualität kann auch gerne was wiegen. Ja, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht ist ja jemand dabei, der vielleicht in einer Firma arbeitet, der genau das bieten kann. Und ich wäre auch echt total bereit, weil ich brauche Arbeitsklamotten. Und zwar gescheite und nicht die, die kaputt reißen oder die nach 2 Monaten Schrott sind, die von den Füßen abfallen oder wo du dir die Gräten beibrichst, weil alles kaputt geht. Das will ich nicht haben und das will ich auch nicht bezahlen. Ja, vielleicht gibt es ja eine Firma, die Bock hat, mir echt, also ich brauche natürlich eine gescheite Sohle, die rutschfest ist, egal auf welchen Ebenen, rutschfest. Ich habe keinen Bock, auf die Klappe zu fliegen. Ich habe hier was zu tun. Und ich suche was Gescheites. So, und die Bock hat, mir vielleicht mal ein paar Arbeitsschuhe zuzuschicken, wo ich darüber dann ein komplettes Video drehe. Weil da hätte ich Bock drauf. Wie so ein Kooperationsangebot praktisch. Weil wenn ich total überzeugt bin, dann kann ich das auch super rüberbringen. Weil wenn ich überzeugt bin, dann mache ich da auch Folgevideos von. Weil man trägt sie ja nicht das eine Mal, sondern auch jeden Tag. Und das ist ja auch die Geschichte, die sehr interessant ist. Wie empfinde ich das für jetzt? Wie ist die Tragekomform? Wie empfinde ich den Schaft, die Beschaffenheit, die Sohle? Dann gehe ich natürlich überall durch, das ist ganz klar. Und wie sieht es in einem halben Jahr aus? Und immer diese Folgevideos. Und wenn dieser Schuh oder diese Boots mich überzeugen, dann drehe ich da mehrere Videos von, weil ich das toll finde. Dann hat die Firma nämlich auch was davon. Ja, aber diese Schuhe habe ich noch nicht gehabt. Außer die Bundeswehr-Boots. Aber die kriege ich nicht mehr. Ja, ich meine, vielleicht habt ihr ja Ideen. Ich meine, ich stell mir jetzt mal vor, das sollen Arbeitsschuhe sein, die ich hier anhabe. Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe. Jetzt arbeite ich in einer Firma, wo Sicherheitsschuhe angesagt sind. Und dann, nach einem Jahr, fallen die mir von den Füßen. Was ist denn das für eine Sicherheit? Das ist Schrott, ist das. Das ist keine Sicherheit. Das ist einfach nur Pest-Biss-Schrott. Und da bin ich auch sauer drüber. Bei 50 Euro, wenn wir das mal umrechnen würden, wir vergessen ja immer noch umzurechnen, ich nicht, dann sind das fast 100 Mark. 100 Mark für Schrott. So, vielleicht hat jemand eine Idee, kann mir da weiterhelfen, eine Firma nennen, wie auch immer. Vielleicht guckt aber auch eine Firma zu und hat Bock, mir mal endlich gescheite Schuhe zu schicken, die ich wirklich über längeren Zeitraum gerne teste. Wenn es natürlich Schrottschuhe sind, kann ich natürlich nicht viel dazu sagen als Scheiße. Das ist natürlich auch ganz klar. Aber es gibt vielleicht ja auch Firmen, die total überzeugt sind von ihrem Produkt. Ja, und die suche ich noch. Ja, gut. Das wäre es eigentlich. Mal habe ich mich aufgeregt. Weil diese Schuhe, die regen mich einfach auf. Und meine ganzen Schuhe, die ich hatte, egal was es war,
Da löst sich die Sohle ab, die brechen, der Stoff löst sich komplett auf. Ich verstehe das nicht. Leute, könnt ihr nur noch Schrott produzieren? Klar, damit kurbelt man die Marktwirtschaft an. Sehe ich vollkommen ein. Aber der Kunde ist nicht zufrieden. Gut, ist denen vielleicht auch egal. Kann ich auch noch nachvollziehen. Aber es landet alles auch noch in den Müll. Naja. Gut, also, wie gesagt, vielleicht habt ihr eine Idee oder eine Firma kommt wirklich und sagt, ey, weißt du was, wir schicken ihr mal ein paar gescheite Schuhe zu. Ich bin offen für sowas. Weil ich habe echt die Schnauze voll. Ich kaufe mir jetzt auch keine mehr. Dann gehe ich barfuß, das ist mir jetzt wurscht. Das ist mir so egal. Oder ich hole mir Flipflops, die gehen genauso schnell kaputt. Ja. Die kosten 5 Euro. Total bekloppt ist das, echt. Also, wie ihr merkt, das ist ein Thema, was mich interessiert, was mich auch, ja, weil ich damit tagtäglich, ich gehe tagtäglich damit arbeiten. Ich gehe damit nicht spazieren. Mit Arbeitsschuhen geht man arbeiten. Da geht man nicht im Flachland spazieren. Oder stellt die in der Ecke und zieht sie eine Woche später wieder an. Nein, da geht man mit arbeiten. Und die müssen auch eine gewisse Sache aushalten. Okay. Einmal abpusten, tief einatmen, ausatmen. Und ich bin mir sicher, irgendwo gibt es genau für mich passende Boots, Schuhe. Boots meine ich mit Knöchel hoch, weil auch der gewisse Halt natürlich da ist. Okay, ihr Lieben. Könnt ihr euch melden. Vielen herzlichen Dank und bis später.